Elfilin, nein, das ist zu gefährlich. Die Verbindung zwischen den Welten. Sie muss geschlossen werden, um jeden Preis. Hey Kirby, danke für alles, mein Freund. Kartstastisch begrüße ich euch zum großen Finale von Kirby und das vergessene Land, hier auf Katze. Erstmal beginnen wir mit den Straßen der Schätze. Kirby, der Vollstopf-Profi. Ja, das ist der mit der Zeit wirklich geworden, denn wir haben ja schon alle Vollstopf-Fähigkeiten gesehen. Und mit diesen Fähigkeiten kann Kirby richtig gut umgehen. Wie hier zum Beispiel. Und zack, einmal mit der Wasserfontäne nach oben. Ja, so viel zum Thema. Kirby kann gut damit umgehen. Ich kann ihn nur nicht so gut steuern, habe ich so das Gefühl. Das ging ein bisschen schief. Achtung, direkt im Flug. Und, Vorsicht. Bloß weg hier, nicht erwischen lassen. Und auf die Sandsteine. Hier müssen wir uns schnell fortbewegen, denn die zerbröseln. Und auf die Schildkröte. So geht es peu à peu weiter. Achtung, Rabüffel. Der hat aber keine Möglichkeiten, uns zu stoppen. Und wir müssen schnell zum Getränkeautomaten. Einmal eingesaugt und schon geht der Spaß hier auch schon weiter. Bum, 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 bum. Ja, wunderbar. Noch mehr von diesen wilden Kleffis. Bäm, 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 bäm. Da haben wir schon einen Ring, den brauche ich jetzt für das Boot. Da muss ich jetzt kurz raus. Ich habe jetzt keine Zeit, um alle Gegner hier zu besiegen. Bloß weiter. Bloß weiter und nicht die Zeit verlieren. Kurz vergessen, wie man elegant oder möglichst elegant dieses Boot steuern kann. Aber jetzt ist ja alles wieder in Butter und Kirby macht hier eine gute Figur. Jetzt muss ich hier runter. Achtung, da ist ein Büffel. Aber der hat keine Chance. Und jetzt kann ich hier vorsichtig rüber. Wunderbar, Vorsicht. Nein, nicht ins Wasser. Ins Wasser, in die Lava schubsen. Ins Wasser, das wäre ja noch was. Wobei selbst im Wasser Kirby in dieser Vollstopffähigkeit sich nicht bewegen kann. Und leider Kraftpunkte verliert. Hier muss ich wohl nach oben. Und dann... Oh, ich sehe schon... Da muss ich zurück, denn ich muss erstmal diesen Sandhaufen wegpusten, da unser kleiner Kirby ansonsten keine Möglichkeiten hat, die nächste Fähigkeit zu erhalten. So, zack. Und Moment, ich kann da rüberschweben. Ich muss da nicht hochklettern. So spare ich mir zumindest ein kleines bisschen Zeit. Und jetzt bin ich der riesige Wasserballon, Kirby. Löschen wir das Feuer, in dem Fall sogar die Lava, und sorgen dafür, dass Kirby hier durch kann. Doch Achtung, ich brauche genug Wasser, um da hinten diese Holzblöcke da zu entfernen, die ja gebrannt haben. Und jetzt als Hebebühne. Mal sehen, ob ich noch die Treppe steuern darf oder vielleicht sogar die Rakete bzw. die Achterbahn. Das meine ich eigentlich mit Rakete. Achtung, Da oben könnte schon das Ziel sein. Vielleicht auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Zack. Und... Nee, noch nicht ganz. Es gibt noch einen Abstieg mit dem Auto. Na gut, Vollgas, Kirby. Zeig, wie schnell du fahren kannst. Und über Eis zu fahren ist sehr gefährlich. Nicht nur, dass es unglaublich glatt ist. Nein, man kann Kirby auch kaum steuern. Oh, wir haben nur noch knapp über 25 Sekunden Zeit, um dieses Level zu bestehen. Vorbei an den ganzen Gittern. Oh, was für eine Herausforderung. Spannend, spannend. Okay. 15 Sekunden noch. Oh, Maja, das wird knapp. Oh, okay, wir haben es geschafft. Das war nicht ganz so knapp, wie ich dachte. Aber es war knapp. So, machen wir uns nichts vor. Ich war viel zu langsam. Ich habe zu viel Zeit verloren. Aber das war eine schöne Herausforderung. Hat mir gerade sehr, sehr viel Freude bereitet. Na gut, Multi-Stopfer-Schatz erledigt, aber jetzt geht's so richtig los. Das letzte Level. In Gegenwart des Königs. Ich hoffe, dass wir hier Elfilin retten können. Wir sind nun da. Kirby, sei tapfer, sei mutig. Und bitte rette unseren kleinen Freund.
Ihr seht es schon, ich kriege hier die Möglichkeit, wieder meine Fähigkeiten zu wechseln. Und da wäre die Frage, welche Fähigkeit ist für den Endboss die richtige? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich gehe aber mal mit dem Schwert, glaube ich. Einfach nur, weil ich mit dem Schwert am besten umgehen kann. Von all diesen Fähigkeiten, die es hier gibt. Oh, da vorne. Ja, das ist König DDD. Und der hat bestimmt unseren kleinen Freund. Hey, DDD, da sind wir. Lass endlich Elfilin frei. Hä? Was hast denn du da für eine Maske auf? Urerzfeind Vergess DDD. Hä, was ist denn mit dir los? DDD, du scheinst nicht der Alte zu sein. Leg mal deine komische Maske ab. Egal, ihr seht schon, wie stark ich mit dem Schwert bin. Ich habe jetzt schon vielleicht ungefähr ein Fünftel seiner Energie abgezogen. Da geht ordentlich die Post ab. Kirby, sei tapfer, sei mutig. Jetzt, aufgeladen. Ich muss schnell zu ihm. Ja, ich hätte ihm nicht so viel Zeit lassen dürfen. Denn der war gerade noch ein bisschen verwirrt. Wow, was ist das für eine Stampfattacke? Achtung, wow. Ich glaube, da hat ein paar neue Angriffe im Repertoire. Das sind Attacken, die ich bis dato noch nicht sehen durfte von unserem Super-Pinguin. Wow! Der Angriff ist nicht schlecht. Und trotz dieser zwei schweren Hämmer, die er da tragen darf, ist er doch sehr, sehr wendig. Aber wir haben es gleich geschafft. Und das war's für dich, DDD. Das ist dein Ende. Oh, oh. Ich glaube, er agiert jetzt als Warzenschwein. Okay, das ist lustig. Aber wir werden natürlich versuchen, DDD zu stoppen. Eieieiei. Immer schön ausweichen jetzt. Meine Chance ist gekommen. Gas geben, Kirby. Zeig, wie viel du ihm abziehen kannst. Aufladen, aufladen. Und... Oh, nein. Oh, 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 oh. Er stampft wie Donkey Kong auf dem Boden. Aber jetzt braucht er eine Pause. Nee, er läuft wieder weiter. Der ist aber echt wendig. DDD, stehen geblieben. Es holt er Hilfe. Aber deine Hilfe wird dir nicht helfen können. Denn wir haben es gleich geschafft. Ah, da noch ausgeglichen. Jetzt, jetzt, jetzt. Schnell Schaden machen. Schnell und viel Schaden machen. Eieiei, da kommen einige Bauchklatscher auf uns zu. Ein richtiger Body Slam. Okay, beenden wir das Spielchen. Jetzt spürst du die wahre Kraft von Kirby. Geschafft. DDD, wir haben dich besiegt. Und endlich können wir Elfilin retten. Drei Waddle Dees? Ich meine, euch möchte ich auch retten. Aber wo ist Elfilin? Hey, DDD, wo hast du ihn verschleppt? Einsaugen kann ich ihn auch nicht. Na gut, dann bleibe ich bei meinem Schwert. Und dann retten wir mal die drei Waddle Dees. Hey, meine drei. Endlich seid ihr da. Seid ihr in Ordnung? Die freuen sich zumindest über ihre Rettung. Abschnitt abgeschlossen. Supi-dupi. Und was hat mir gefehlt? Besiege den Boss innerhalb von 2 Minuten. Ja, das Typische. Da war ich wohl zu langsam. Hey, alles in Ordnung bei dir? DDD, du warst nicht der Alte mit deiner Maske. Geht's dir jetzt besser? Wo ist denn Elfilin? Hä? Was ist da aufgegangen? Soll ich da reingehen? Oh, oh. Da kommt das Bestienrudel. Schnell, wir müssen weg, Freunde. DDD, du auch. Nein, ein Waddle Dee ist runtergefallen. Hä? Oh, mein Waddle Dee, Kumpel. Oh nein, oh nein, nein. Sie kommen auf uns zu. Schnell. DDD, warte, wo willst du hin? Oh, ich versuche die Tür aufzuhalten. Okay. Waddle Dee. Los. Bring dich in Sicherheit. Ich kümmere mich um das Bestienrudel. Oh nein, ich hab dich. DDD, nein. Oh oh. Was passiert jetzt? Labor Disco Vera. Hey, seid ihr in Ordnung? Wo sind wir hier? Automatische Spracherkennung aktiviert. Authentifizierungssystem aktiviert. Authentifizierung. Authentifizierung. Zugangscode
Bestätigt. Initiierung des Gebäudenavigationsprotokolls. Hä? Moment mal. Was passiert hier? Willkommen Besucher zur Traumentdeckungstour in unserem Labor. Im Labor Discovera. Während dieses spannenden Rundgangs werden Sie die ultimative Lebensform kennenlernen. Spezimen ID F86. Vom Moment seiner Ankunft auf unserem Planeten führte ID F86 einen Feldzug der Zerstörung, der unsere heimische Tierwelt zu bedrohen schien. Unseren Forschern glückte jedoch die Gefangennahme, bevor es seine Invasionspläne umsetzen konnte. Kurz darauf begann unser Labor die Erforschung der Teleportationsfähigkeiten von ID F86, Untersuchungen, die das Fundament unserer heutigen planetarischen Teleportationstechnologie bilden. Dafür werden also die Wild-Dees benötigt? Aha. So viele! 30 Jahre nach Forschungsbeginn kam es infolge eines Laborexperiments jedoch zu einem Zwischenfall. Dabei gelang einer neuen Lebensform die Flucht, die sich vom Hauptspezimen abspaltete. Sie wurde bislang noch nicht gefunden. Seit diesem Ereignis zeigt IDF-86 keinerlei Aktivität mehr. Es befindet sich nun in permanenter Stasis innerhalb der maßgefertigten Ewigkeitskapsel hier im obersten Stockwerk des Labors Discovera. Das muss wohl das oberste Stockwerk sein. Wo ist Elphilin? Und da wären wir auch schon. Begrüßen wir die ultimative Lebensform. Spezimen ID-F86. Boah, ich bin richtig Feuer und Flamme. Allein die Musik. Boah, die rockt. Ich hab so Lust auf den letzten großen Kampf. Freunde, jetzt geht's so richtig los. Feuern wir Kirby an. Kirby, du musst es jetzt schaffen. Auf zum letzten großen Kampf für dich. Hä? Was ist das? Und wer bist du? Sieh nur genau hin, großer Eindringling. Ist das nicht ein wundervoller Anblick? Dabei verfügt der große Eine nicht einmal über seine vollständige Form. Ohne seine andere Hälfte ist er unvollständig. Vor langer Zeit gewährte der große Eine den Bewohnern dieser Welt eine wunderbare Kraft. Die Bewohner verließen daraufhin diese Welt und betraten ein Land der Träume. Sobald der große Eine wieder vollständig ist, dann wird uns ebenfalls diese wunderbare Kraft verliehen. Uns, die wir in diesem vergessenen Land zurückgelassen wurden. Und nun ist dieser Zeitpunkt endlich gekommen. Elphilin, da bist du ja! Hey, wir retten dich! Ganz recht. Diese winzige Kreatur hier ist die fehlende Hälfte des großen Einen. Nach all der Planung und der Plackerei können wir dem großen Einen endlich behilflich sein, seine vollständige Form anzunehmen. So viele Jahre träumten wir bereits von diesem Moment. Solltest du uns in die Quere kommen, verputzen wir dich mit Haut und Haaren. Oh. Na wartet. Mein Hammer wird euch stoppen, Freunde. Das war's auch schon. Noch mehr von euch? Kein Problem. Ha! Was haltet ihr davon? Du hast es nicht anders gewollt. König der Bestien, Leopold. Komm her, du kleiner Flummi. Okay, Leopold. Es tut mir ja wahnsinnig leid, aber ich muss dich stoppen, um Elphilin zu retten. Wow! Der ist nicht ganz ohne. Aber mit dem Hammer können wir mächtig viel Schaden machen. Achtung, auf den Moment kommt es immer wieder an. Nein. Wow! Gerade noch ausgewichen. Und ich muss versuchen, irgendwie meinen Hammer aufzuladen. So kann ich möglichst viel Schaden machen. Jetzt. Boom! Oh, das war wertvoll. Dieser Angriff war so wichtig für den Kampf. Hä?
Wow, oh, ich glaube, der zeigt jetzt seine wahre Macht. Oh, was plant er denn da? Uah, was ist das denn? Oh, ein X. Und nochmal, dieser Angriff hier. Den kann man eigentlich leicht ausweichen, wenn man ihn kennt. Was macht er jetzt? Jetzt kommt er auf mich zu. Oh nein, oh, der will mich fressen. Aber Kirby lässt sich nicht fressen. Okay, okay, ich muss versuchen, wieder meinen Angriff aufzuladen. Achtung, da kommt ein Hyperstrahl. Wow! Leopold ist wirklich ein sehr, sehr mächtiger Löwe. Aber Kirby ist tapfer und gibt nicht auf. Keine Herausforderung ist so groß für unseren kleinen Flummi, auch wenn es im ersten Moment auswegslos erscheint. Kirby, bleib jetzt stark. Wir müssen versuchen, wieder unseren Hammer aufzuladen, wenn wir die Möglichkeit bekommen. Jetzt, jetzt. Und, oh, ja, immerhin ein kleines bisschen. Jedes bisschen zählt. Ey, ey, aufgepasst. Das war's für dich. Und. Leopold, es tut mir leid, aber wir müssen unseren Freund retten. Und damit ist er erst einmal K.O. Uiuiui. Ich hoffe, es geht ihm trotzdem gut. Der macht jetzt erstmal ein Nickerchen. Elfilin, endlich. Endlich haben wir es geschafft. Du bist frei, mein Freund. Du bist endlich wieder frei. Wir haben es geschafft. Kirby ist der Retter der Welt. Du wagst es. Plan ruiniert. Wichtiger Plan. Benötigte Arbeiter. Öffnete Wirbel. Fand Lakaien. Brachte sie her. Machte großen Fehler. Lästiger rosa Fremdkörper. Sorgfältige Planung. Zunichte gemacht. Weitere Planung zwecklos. Geduld aufgebraucht. Zielsetzung angepasst. Alles soll verschlungen werden. Oh, oh, ich glaube, dieses Ding ist jetzt aufgewacht. Eieieiei. Was ist das bloß? Elfilin? Huh? Oh nein, ihr seid hier durchgekommen? Was ist mit König Dedede los? Oh, oh. Oh. Ich glaube, die Gegner werden verschlungen. Dieses Ding raubt die Kraft der Gegner, um noch größer und stärker zu werden. Oh, oh, und das ist Leopold gewesen. Elfilin, ich bin mir ja nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten verschwinden. Oh, weia. Komm, da vorne ist der Ausgang. Wir können jetzt nicht viel mehr tun. Schnell, Elfilin, einmal da durch und bloß weg hier. Haben wir es geschafft? Das sieht gut aus. Die Tür ist verschlossen. Nee, da kommt er nicht durch. Die Tür ist sehr, sehr massiv. Oder? Oh, oh, die ist schon verbeult. Nein! Invasive Art. Ultimo Vergess. Nein! Bloß weg hier! Das Ding will uns auch noch verschlingen. Moment, ich muss es versuchen zu stoppen. Vielleicht kann ich es ja mit einem aufgeladenen Hammer treffen. Na komm her, du komisches Ding. Boom! Yeah, sehr gut. Das hat schon mal viel Schaden gemacht. Okay, wir bleiben dran. Nochmal. Und zack! Fast die Hälfte, wenn nicht sogar die Hälfte abgezogen. Oh, ich muss hier weg. Das ist ja super schnell. Hallo, kleiner Entdecker. Rette dich lieber, bevor es zu spät ist. Das hat ja echt wirklich alle möglichen Gegner eingesaugt. Links oben sieht man das Quaxicum, rechts oben einen Maulwurf, rechts unten das Krokodil. Links sieht man Schlangen, alles Mögliche. Ihr entdeckt vielleicht sogar noch mehr Gegnertypen. Ich sehe sogar das Häschen direkt über dem Krokodil. Aber wir haben es geschafft. Boom! So schwer warst du ja gar nicht zu besiegen. Und zack, da zerfließt es. Eieiei. Oh, Elfilin, nein! Elfilin! Moment mal, bedeutet das, dass diese dunkle, böse Macht nun vollständig ist? Hey, warte, wo willst du hin? Hä? Elfilin, wir retten dich. Wir dürfen jetzt nicht aufgeben. Wir sind so nah dran. Wir stehen kurz vor dem Ziel. Kirby, bleib jetzt stark und mutig, ja?
Wir drücken dir alle noch einmal die Daumen. Wir schicken dir ganz viel Kraft zu. Alle drücken gerade die Daumen für dich. Die ganze Katzen-Community, die zählt auf dich. Und ich nehme das Schwert. Damit bin ich A, super wendig und flexibel und B, auch äußerst stark. Ich hoffe, dass diese Kombination ausreichen wird, um den Gegner zu besiegen. Wer auch immer da oben auf uns warten wird. Hier auf dem Helikopterlandeplatz. Wo bist du? Zeig dich! Da oben. Das ist der wahre Endboss. In Kirby und das vergessene Land. Wow. Ultimative Lebensform. Ultimo Elphilis. Okay, jetzt geht es wirklich zur Sache. Das ist der letzte große Endboss. Der große Kampf. Achtung, Achtung, Achtung. Wow. Pfeilspitzen, Schwerter. Wir müssen jetzt alles geben. Und der kleine Kirby muss tapfer bleiben, auch wenn es auswegslos erscheint. Achtung, er kommt auf uns zu! Jetzt, das ist meine Chance. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Dranbleiben, Kirby. Nicht aufgeben. Und zack, ich hole mir das Schwert zurück. Meta Knight Schwert. Wow! Ein sehr, sehr wilder Angriff. Oh nein! Ich verliere ständig wieder meine Fähigkeit. Ich darf jetzt nicht aufgeben. Wow! Gut ausgewichen. Und zack, nimm hier die Kräfte meines Schwerts entgegen. Wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? Schnell. So, Achtung, was kommt jetzt? Wieder der Sturzflug. Wow! Der reißt den ganzen Boden auf. Oh, ist das gefährlich. Achtung, Achtung, noch ein dritter Angriff. Und jetzt steckt er fest. Das ist meine Chance. Ja, 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 der Wirbel war ganz gut, aber wohl nicht stark genug. Ich muss auch auf meine Energie aufpassen. Ich darf nicht zu viel Energie verlieren. Nicht bei einem so wichtigen Kampf. Das war knapp. Schnell, schnell, schnell. Hier ein paar Sterne, die ich dir entgegenschleudere. Was kommt jetzt? Was ist das? Was tut er da? Es gibt ein riesiges Erdbeben. Ja, 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 ja. Meine Möglichkeit wieder. Und er kommt zum nächsten Angriff. Er führt zum nächsten Schlag aus. Wow! Was für eine riesige Reichweite er hat. Er greift in einem Radius von 2 Metern an, habe ich so das Gefühl. Was kommt jetzt? Ein Strahl, oder? Irgendein mächtiger Strahl kommt auf uns zu. Ein Laserstrahl. Nein! Kirby! Sei bitte vorsichtig, Kirby! Nein! Wow! Das war knapp. Gerade noch ausgeglichen. Nein, 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 nein! Oh, er hat mich erfasst. Und ich habe richtig viel Energie verloren. Jetzt müssen wir ihm aber wieder Schaden zufügen, sonst können wir den Kampf gar nicht mehr gewinnen. Ausweichen, ausweichen, immer in Bewegung bleiben. Das ist die beste Verteidigung. Wenn wir uns stets bewegen, kann er uns nichts anhaben. Immer schön. Oh, das war mächtig. Das war ziemlich gut von ihm. Ich habe es geschafft, oder? Oh oh, ich glaube noch nicht. Ich glaube, er ist jetzt noch wütender. Aus dem Universum kommen jetzt sogar Meteoriten auf uns zu. Oh, bloß weg hier. Oh nein, oh nein, oh nein, er darf uns nicht erwischen. Oh, schon wieder das Schwert verloren. Und jetzt, was kommt da auf uns zu? Oh nein. Oh nein, 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 oh. Ich habe einen großen, wichtigen Energiebalken verloren. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen. Jetzt geht's nochmal richtig zur Sache. Und die Angriffe kennen wir. Wir müssen aber lernen, den Angriffen auszuweichen. Wir müssen lernen, sein Angriffsmuster zu verstehen. Dann wissen wir auch ganz genau, was wir zu tun haben. Okay, Moment. Das sind Kopien von Elphilin. Ist das vielleicht der echte? Ja, das ist der echte. Schnell, 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 bevor sich heilt. Oh ja, tatsächlich hat er sich heilen können. Wow! Stopp, 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 nicht so schnell. Ah, und schnell den Stern entgegengespuckt. Und nochmal ausweichen. Ah, ich brauche mein Schwert, ich brauche mein Schwert. Ich kann zwar auch ohne kämpfen, aber mit einer Fähigkeit ist das deutlich einfacher. Was kommt jetzt? Plant er wieder? Nein.
Da kommen wieder die Meteoriten auf uns zu. Wow. Wow. Nicht so hastig. Wenn es so weitergeht, werden wir den Kampf nicht mehr schaffen, Kirby. Du verlierst stetig Energie. Kirby, du darfst jetzt nicht aufgeben. Du musst die ganze Welt retten. Das ganze Universum. Wir zählen auf dich. Du kleiner, süßer Flummi. Okay. Wow. Achtung, riesiger Meteorit. Ah, in der Verteidigung nehmen wir nur ganz, ganz wenig Schaden. Perfekt. Wow. Das war knapp. Und hier kriegst du die geballte Kraft des Meta Knight Schwerts zu spüren. Und auch hier ist es wieder enorm wichtig, in Bewegung zu bleiben und sich nicht treffen zu lassen. Doch Achtung, da kam wieder der Wirbelangriff von Ultimo Elfilis. Noch einmal zurück zum Meta Knight Schwert. Wir haben ungefähr gleich viel Energie übrig. Es ist unglaublich spannend. Kopf an Kopf. Oder wie sagt man so schön? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir sind gleich auf, wir sind ungefähr gleich stark. Also nur derjenige, der ein kleines bisschen stärker ist, wird als Sieger aus dem Kampf hervorgehen können. Und wir sind nah dran, wir sind nah dran. Aber genauso nah dran ist auch Ultimo Elfilis. Wir haben wirklich genauso viel Energie. Komm, Kirby! Du bist fast am Ende, du schaffst das! Er versucht sich zu heilen. Ich muss die richtige Form finden und das ist sie. Ja, sehr gut, Kirby. Wir haben es fast geschafft. Nur noch ganz wenig Energie und da ist Elfilin. Wir retten dich. Wir saugen dich da raus. Oh, komm da raus. Komm da raus. Komm endlich raus. Oh nein, Kirby. Er hat mich erwischt. Das gibt's nicht. Wir dürfen nicht aufgeben, Kirby. Und ihr seht schon, Kirby leuchtet rot. Er hat kaum Energie mehr. Kirby braucht eine Pause. Kirby, oh, du musst stark bleiben. Okay, schützen wir uns nochmal vor all den Meteoriten, die auf uns zukommen. Jetzt, Ultimo Elfilis. Wir müssen und werden dich stoppen. Dafür sorgen wir. Nimm das hier! Und wir kriegen ein zweites Mal die Chance, aber das ist die letzte Chance. Raus mit dir, raus mit dir, raus mit dir, Elfilin! Diesmal müssen wir es schaffen, wir haben keine Energie mehr! Wir haben es geschafft! Elfilin! Endlich, Kumpel! Endlich konnten wir dich retten! Ist alles okay bei dir? Aber was ist mit Ultimo Elfilis? Wow, er verschwindet. Was macht er jetzt? Oh nein. Was macht er da? Hä? Er öffnet ein Portal und saugt alles ein. Was für eine unglaubliche Macht. Ich befürchte, uns steht Schlimmes bevor. Was ist denn, Kirby? Hä? Da oben! Hui! Ist das etwa... Ist das deine Heimat? Planet Pop? Oh nein! Planet Pop wird in den großen Wirbel gezogen. Er soll wohl mit dieser Welt kollidieren. Nein, das ist meine Welt, meine Heimat. Wir müssen das verhindern. Aber wie nur? Hä? Wir müssen einen Weg finden. Ein LKW? Lass uns diesen LKW einsaugen, okay? Komm, bevor es zu spät ist. Okay, und den Vollstopfmodus, Kirby! Wow, Kirby als LKW. Super Truck Stopfer. Und jetzt müssen wir versuchen, Planet Pop zu retten. Die Heimat von Kirby. Und nicht nur das, wir müssen das ganze Universum retten. Vor Ultimo Elfilis. Okay. Wow. Da stürzen ja Elemente aus Planet Pop herunter. Wir müssen da jetzt durch. Volle Kraft voraus, Kirby. Weiter. Wow. Bloß nicht runterfallen. Riesige Rabüffel kommen uns entgegen.
Okay. Es ist gar nicht so einfach, diesen Truck zu lenken, aber wir können es schaffen. Wow! Und da. Da ist die nächste Brücke. Linkskurve. Wow! Und weiter geradeaus. Da vorne, da ist Planet Pop. Wir haben es fast geschafft. Weiter. Nur nicht aufgeben. Und geradeaus. Da vorne ist Elfilis. Ultimo Elfilis, wir stoppen dich. Nein, was plant er da? Meteoriten, die auf mich zukommen? Da muss ich jetzt schnell durch. Okay, und... gerade noch rechtzeitig. Und Sprung. Boah. Wir haben es gleich geschafft. Oh nein. Da kommt nochmal ein riesiger Meteorit auf uns zu. Kirby, du musst da durch. Oh, mein Stock. Nein, er ist zu mächtig. Nochmal mit der Hilfe von Elfilin. Jetzt. Geben wir richtig Gas! Komm schon! Dagegenhalten! Wir müssen dagegenhalten, Kirby! Komm schon! Noch ein kleines bisschen! Wir dürfen nicht schlapp machen! Nicht aufgeben! Wir haben es geschafft! Wir haben Ultimo Elfilis besiegt! Wow! Was für ein Finale! Uiuiui. Aber was ist denn jetzt los? Irgendwie wird alles noch in Chaos gestürzt. Ist das der Planet Pop? Oh nein, der ganze Planet wird zerstört. Bitte nicht. Alles wird eingesaugt. Ich werde das verhindern. Elfilin, nein, das ist zu gefährlich. Die Verbindung zwischen den Welten. Sie muss geschlossen werden, um jeden Preis. Hey Kirby, danke für alles, mein Freund. Elfilin, nein! Elfilin! Elfilin hat uns gerettet. Hä? Elfilin? Da bist du ja! Doch war das wirklich das Ende? Was ist eigentlich mit Leopold passiert? Fortsetzung folgt. Bleibt katztastisch!